Hallo zusammen, heute lösen wir Freitag, den 12. Juli. Ja, ich weiß nicht, was ich heute sagen soll, deswegen machen wir es einfach kurz und starten gleich mit dem Video. So, dann lösen wir Freitag, den 12. Juli. Ja, lösen wir. Freitag, den 12. Ja, genau. Und wir fangen gleich damit an. Freitag machen wir meistens mit dem da. Und da oben können wir das da immer noch machen. Der 12. ist da. Das heißt, wir könnten versuchen, den Standard wieder zu setzen, zu machen, also das da. Dann könnte man damit den 12. irgendwie freischaufeln und den hier hin zum Beispiel, den da runter und schon haben wir wieder ein Problem. Wegen dem da. Der geht jetzt gleich nicht mehr, oder? Naja, er würde schon, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Man könnte den noch hier nach hinten setzen. Dann den hier hoch. Den hier runter und das geht aber nicht. Also ist wahrscheinlich unser Standard schon mal schlechter. Nehme ich an. Aber den Freitag lassen wir. Dann bauen wir einfach mal von hier unten her auf. Haben wir das da, die 12 haben wir immer noch hier oben. Der Juli ist da, wo er schon den ganzen Monat ist. Und dann. Wohin schmeißen wir den da? Machen ihn mal hier hin. Dann können wir den hier hinsetzen. Und zum Beispiel das hier hin. Ah, ist aber ja ein bisschen blöd. Wenn wir den hier hinsetzen wollen, dann müssten wir da schon was anderes bauen. Könnte man den hier hin machen. Mit dem den da. Und dann geht schon wieder nicht mehr. Wir brauchen wieder den. Aber dann haben wir die 12 nicht mehr. Ah, blöd aber auch. Das wird eher blöd. Das wird jetzt eher blöd. Ich stütze in letzter Zeit immer den Kopf auf, aber ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich, weil ich einfach alt bin. Wir können den hier runterschmeißen. Den da rein. Und zum Beispiel den darüber. Dann haben wir unten schon mal den Juli. Und mit dem da hätten wir den Juli immer noch. Dann könnte man das hier machen. Heute wird es kein guter Tag. Dann könnten wir den hier hinsetzen und schon wieder geht. Schon sieht es wieder komisch aus. Mit dem da und dem da haben wir das ganz komisch Freitag, 12. Juli. Ja. Und richtig schlecht. So schlecht war es schon länger nicht mehr. Ja. Das Hintergrundbild habe ich gemacht. Und ich habe was geändert. Ich habe das nicht mit Midjourney gemacht, sondern mit Leonardo AI. Ich habe das eigentlich schon länger. Ich habe da meistens Ideen geklaut für die Bilder. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, also Leonardo macht doch ganz schöne Bilder. Ich werde da mal umsteigen und werde jetzt die Bilder in Zukunft nur mit Leonardo machen.
und Midjourney mal außen vor lassen. Den Prompt, den ich da genommen habe, das war der gleiche, den ich auch bei Midjourney verwendet habe. Das Bild ist aber ein bisschen anders geworden. Es sieht ein bisschen mehr nach Krieg aus, sage ich jetzt mal so. Mir hat soweit auch recht gut gefallen. Sie ist recht gut geworden. Sie hat auch alle Finger, die sie haben muss und nicht mehr. Und nicht weniger. Der Hund sieht recht cool aus. Das Gesicht ist okay. Ich glaube, mit den Augen ist es jetzt ein bisschen komisch. Aber im Großen und Ganzen sieht es recht gut aus. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Bild so auch. Eben, ich werde jetzt die nächsten, keine Ahnung, Tage, Wochen, Monate, Jahre mit Leonardo AI die Bilder machen und mit Midjourney mal außen vor lassen. Und wenn ihr das so okay findet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ändern daran werde ich wahrscheinlich nichts. Wenn ihr weiterhin meine Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Dann möchte ich mich bedanken, dass ihr das Video geschaut habt, und ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen zum nächsten Video. Ciao zusammen!